Salvete, Amici, und willkommen zur Aeneis von Publius Vergilius Maro, kurz Vergil. Es handelt sich um das erste Werk der Fanfiction der Weltgeschichte, denn er war ein großer Fan von Ilias und Odyssee, von Homer. Und obwohl die zu seiner Zeit auch schon reife 800 Jahre auf dem Buckel hatten, hat er einfach mal seine eigene Fortsetzung geschrieben, in der es um die Irrfahrten des Aeneas nach dem Ende des Trojanischen Kriegs und vor allem den Ursprungsmythos von Rom geht. Das Ganze steht unter dem Motto, die Menschen denken, die Götter lenken. Vor allem die zwei hier. Göttermutter Juno, die den Trojanern das Leben echt zur Hölle macht. Und womit? Mit Recht! Während die Liebesgöttin Venus sich so gut es geht um die Flüchtlinge bemüht, zumal deren Anführer Aeneas ihr Sohn ist. Die Mutti lässt sich nicht im Stich, Annie. Der entkommt aus dem brennenden Troja mit seinem Papa Anchises und seinem Söhnchen Ascanius, das auch Iulus genannt wird und von dem das Geschlecht der Julia abstammt. Dann gibt's Dido, die am Eingang steht, die Königin von Karthago, eine Witwe, die noch sehr viel Liebe zu geben hat. Außerdem später König Latinus von Latium, damit man sich's leichter merken kann, der eine wunderschöne Tochter namens Lavinia hat, hinter der auch Turnus her ist, der König der Rutuler, der turnusmäßig ausrastet. Natürlich gibt's noch massenhaft andere Figuren, aber die kriegen wir, wenn's soweit ist. Zur Vorgeschichte guckt euch bitte einfach Ilias to go an, dann brauchen wir hier nicht den ganzen Trojanischen Krieg zu wiederholen. Entschuldigung? Ja, Herr Giel, Vergil? Der Homer darf bei seinen Epen am Anfang immer auf Griechisch rezitieren. Darf ich dann jetzt auch auf Latein? Wenn's unbedingt sein muss. Super! Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris italiam fato profugus laviniaque venit. Danke, das reicht. Och Menno! Los geht's mit der Göttermutter Juno. Boah, ich kann diese Troerbande nicht mehr sehen. Aeolus, Gott der Winde, lass mal ein paar Winde los. Ich lasse auch ein paar Nymphen springen, wenn du das machst. Und der so, ja, Chefin, sofort, lässt einen Orkan los, sodass Aeneas Schiffe eins nach dem anderen untergehen. Aber als der Meeresgott Neptun das mitkriegt, Momentchen mal, fürs Meer bin immer noch ich zuständig, Schluss mit dem Sturm. Aber drei Schiffe sind verloren und Aeneas kann sich gerade so an die nächste Küste retten und sagt, hä, wo bin ich denn hier? Pass mal auf, hier wird gerade Karthago gebaut und die Dido ist eine ganz nette, da kannst du ruhig mal hingehen. Also macht er sich auf dem Weg auf die Baustelle und sagt, hallo, ich bin der Aeneas. Und die Dido so, was, es gibt's ja nicht, der Mega-Held, herzlich willkommen, hol deine Leute, wir machen eine Party. Bei der Party setzt Venus ihren Assistenten Cupido in Gestalt von Aeneas kleinem Sohn Ascanius auf den Schoß von Dido und die so, boah, ist der süß und der macht Pieks und infiziert sie mit dem heimtückischsten Gift überhaupt, der Liebe. Ach, Aeneas, sag doch mal, wie war denn das mit Troja und wie seid ihr überhaupt hierher gekommen? Naja, die Griechen haben uns ja mit der Pferdenummer aufs Kreuz gelegt, das Pferd ist schon in der Stadt, da erscheint mir Hektor im Traum und sagt, mach, dass du wegkommst. Ich wollte ja eigentlich kämpfen, aber dann habe ich mir meine Familie geschnappt. Papa musste ich auf den Buckel nehmen, weil wir seinen Rollator nicht mitnehmen konnten. Den Ascanius hatte ich an der Hand. Meine Frau Creusa sollte eigentlich nebenher laufen und dann ist sie verloren gegangen. Naja, jedenfalls haben wir es aus der brennenden Stadt geschafft und es sind noch eine ganze Menge Flüchtlinge zu uns gestoßen. Dann haben wir erstmal Schiffe gebaut, um wegzukommen. Anschließend haben wir versucht, eine neue Stadt zu gründen. Das erste Mal in Thrakien. Da wollte ich so einen Busch ausreißen, um die Stadt zu gründen. Und da läuft Blut raus und der so, nicht hier, hier ist schon besetzt, es ist ein Grabhügel. Also sind wir nach Delos, wo das Apollon-Orakel uns sagte, ihr müsst die alte Mutter suchen. Und mein Papa so, die alte Mutter, das ist bestimmt Kreta, da kommen nämlich unsere Urahnen her. Also fahren wir nach Kreta, gründen eine Stadt, bang, gibt's eine Seuche und unsere Viecher sterben. Und im Traum erscheinen mir dann unsere Penaten, das sind also die Staatsgötter, die habe ich immer mitgeschleppt, ne? Und die sagen, du musst nach Hesperien. Wohin? Nach Italien. Ach so. Dann werden wir auf den Strophaden von so Harpyen angegriffen, die uns immer ins Picknick kacken und eine sagt dann, wenn ihr da seid, wo ihr hin müsst, werdet ihr nochmal eure eigenen Tische essen. Na, das ist ja sehr nett, vielen Dank. Dann sind wir bei meinem alten Kumpel Helenus, das ist auch ein Exil-Trojaner, Sohn von Priamus und der Witwe von Hektor Andromache zu Gast. Guck mal, wir haben uns hier Neu-Troja aufgebaut. Och, ist das schön, aber ihr müsst leider weiter. Tschüss, ach so. Dann waren wir schon an der Ostküste von Italien, aber da waren so blöde griechische Siedler. Also wollten wir durch die Straße von Messina Richtung Westküste, aber das war echt lebensgefährlich. Und ich meine nicht die Mafia. Erst der Ätna, dann Skylla, Charybdis, die Zyklopen. Wir sind gerade nochmal so davongekommen. Kein Wunder, dass mein Papa dann vor Erschöpfung gestorben ist. Naja, und jetzt wollten wir westlich um Sizilien rumsegeln und dann werden wir von so einem miesen Sturm überrascht und hier angespült. Und die so, krass, ihr könnt gerne erstmal hier bleiben, du gefällst mir echt gut. Und sie gefällt ihm auch ziemlich gut. Und in einem temporären Waffenstillstand verkuppeln auch noch die beiden Göttinnen. So, jetzt verkuppeln wir die beiden erstmal Venus. Und die so, ja, ich hab nichts dagegen, wenn das mit Jupiter okay ist. Dann sind die beiden auf der Jagd und es kommt zu einem göttlich verursachten Regenguss und sie sind in einer Höhle eingeschlossen zusammen und die Natur bricht sich ihre Bahn. Es kommt zu einer
eheähnlichen Verbindung. Die Sache hat nur zwei Haken. Erstens hat Dido ihrem ersten Mann versprochen, nie wieder einen anderen zu heiraten. Zweitens gibt es da ja auch noch den Jöttervater Jupiter, der sagt, Momentchen mal, was ist denn hier los? Die Troer, die sollen gefälligst nach Italien und da die Gründung von Rom vorbereiten. Merkur! Und der so, ja Chef? Du sagst dem Aeneas jetzt sofort, der soll mal hinne machen. Und der macht sich natürlich gleich auf den Weg und sagt, hier Aeneas, du bist hier in Tunesien und nicht im Thailand-Urlaub, sattel die Hühner, du sollst nach Italien. Und der so, ja, wenn's denn sein muss, fängt an zu packen, was die Dido natürlich mitkriegt. Und die so, boah, das hätte ich nicht von dir gedacht. Aber sie kann schimpfen, so viel sie will. Aeneas ist fromm und folgt dem Willen der Götter. Und sie so, dann bringe ich mich jetzt mit deinem zurückgelassenen Schwert um und zur Sicherheit lasse ich mich gleich noch auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Aber eins sage ich dir, mein Karthago wird blutige Rache an deinem doofen Rom nehmen, das es noch gar nicht gibt. Arg! Und sie bringt sich um. Insgesamt ist Aeneas wahrscheinlich relativ froh, weg zu sein. In Sizilien klingelt er bei einem anderen Exiltroer, nämlich König Acestes, und sagt, hey, Acestes, Buddy, und er so, hey, hier, mein Papa ist gerade ein Jahr tot, können wir bei dir im Garten so ein paar Gedenkwettspiele machen? Und er so, ja klar, kommt rein, fühlt euch wie zu Hause. Und sie machen eine Regatta, einen Wettlauf, einen richtig derben Boxkampf, Bogenschießen, Reiterspiele, aber nur die Männer. Die Frauen müssen zugucken, beziehungsweise in den nicht vorhandenen Häusern Hausarbeit machen. Und diese diskriminierende Praxis macht sich Juno zunutze, indem sie sagt, Iris, das ist also die Regenbogengöttin, die sie auch gerne mal zu solchen Handlanger-Tätigkeiten benutzt, du gehst jetzt sofort zu den Troerfrauen und machst sie verrückt. Und Iris macht einmal Puff und dann werden die verrückt und zünden Schiffe an. Ne? Und die brennen da so im Hintergrund. Da stürzt der Aeneas rein und sagt, Papa Jupiter, wenn ich deinen Willen vollstrecken soll, dann musst du auch mal dafür sorgen, dass ich Fortbewegungsmittel habe. Und es gibt einen göttlichen Regenguss und glücklicherweise überleben die meisten Schiffe, aber vier Schiffe sind tatsächlich tot. Und der Aeneas so, boah ey, vier Schiffe weg. Acestes? Der so, ja. Kann ich vielleicht meine überschüssige Besatzung, vor allem die Frauen, bei dir lassen? Und der so, ja. Ich baue ihnen auch eine neue Stadt. Bei der nächsten Überfahrt von Sizilien nach Italien geht ausnahmsweise mal fast alles glatt, was die Mutti Venus beim Neptun bestellt hat. Und der so, ja, komm, ich mach dir einen Sonderpreis. Es gibt auf dieser Fahrt nur ein einziges Todesopfer. Und die so, ja, cool. Und im Hintergrund sieht man so einen Trojaner über Bord gehen. Ah! Und endlich kommen sie nach Italien, allerdings erstmal nach Cumae in der Gegend von Neapel und der Aeneas so, wow, der Apollo-Tempel, die wahrsagende Sibylle und der unheimliche Avernasee, der ein Eingang ins Totenreich ist. Hier Billy, und sie so, ja, mein Papa ist mir im Traum erschienen und hat mir gesagt, ich soll ihn mal im Elysium besuchen. Und die so, ja, komm mit, ich bring dich hin. Und sie bringt ihn ins Totenreich und die so, hallo Papa, Mensch, Annie, das ist ja schön, pass mal auf. Rom wird eine historische Mission haben, deren Höhepunkt der mega coole Kaiser Augustus sein wird, der zufällig auch der Sponsor unseres Autors Vergil ist. Deswegen ziehst du das jetzt mal durch, okay? Und die so, okay. Als sie dann endlich am Tiber gelandet sind, machen sie ein Picknick und der kleine Ascanius sagt, ach guck mal, jetzt haben wir unser Fladenbrot als Tischdecke benutzt und dann diese Tischdecke aufgegessen. Hatte die Harpie doch recht, denn hier sind wir richtig. Der lokale Machthaber Latinus ist echt mega nett und sagt, hey Aeneas, freut mich, dass du da bist, du kannst meine Tochter heiraten. Bevor es aber zu Hochzeitsfeierlichkeiten kommt und damit es nicht langweilig wird, greift Juno wieder ein und hetzt die Furie Alecto auf den vorher vorgesehenen Bräutigam, nämlich Turnus. Der sagt, diese Dönerfresser mach ich platt. Er greift das Lager der Troer an, als Aeneas gerade nicht da ist und wendet sich dann mit seinen Leuten erstmal zu den Schiffen der Troer und sagt, komm, die zünden wir an. Da guckt ihn eines der Schiffe an und sagt, bäh, wir sind aus Bioholz und wir lassen uns von dir nicht anzünden, da verwandeln wir uns lieber in Nymphen. Damit haben die Troer zwar auch keine Schiffe mehr, aber wenigstens wurden sie nicht von dem blöden Turnus angezündet. Die Lage sieht für die Troer echt schlecht aus. Glücklicherweise gelingt es Aeneas, ein paar Verbündete zu erwerben. Erstmal gibt es da so Exilgriechen, die Arkader, deren Königssohn er gleich mitnimmt und noch ein bisschen Reiterei. Und dann gibt es noch die Etrusker, die haben so ein Problem mit einem Kumpel von dem Turnus. Dann kommt auch noch die Mutti vorbei und sagt, hier, ich habe dir beim Schmiedegott Vulcanus eine neue Rüstung und vor allem einen neuen Schild bestellt. Und den benutzt der Aeneas dann natürlich auch immer, er ist schon echt ein gutes Muttersöhnchen. So, als es zur Schlacht kommt, schlachtet der Turnus aber gleich mal den Pallas, das ist der Sohn des Arkaderkönigs, um. Und bevor Aeneas ihn noch zum Zweikampf stellen kann, wird er von Juno einfach vom Schlachtfeld genommen. Und da sagt der Jupiter, Moment mal, ich hatte eigentlich gesagt, dass Götter jetzt gerade mal nicht eingreifen sollen, sondern wir gucken uns einfach mal hier dieses Endspiel an. Und die Juno so, ja, ja, es interessiert sie aber überhaupt nicht. Denn als wieder ein Zweikampf zwischen den beiden vereinbart worden ist, stiftet sie die Schwester von Turnus, eine Nymphe, an. Erstens, das allgemeine Schlachten wieder anzufangen und es gibt da ein riesiges Gemetzel. Und zweitens fährt diese Nymphe ihn dann auch noch immer im Streitwagen in die entlegensten Ecken des Schlachtfeldes.
Und der Aeneas so, bleib endlich stehen, du Feigling, bitte, Papa Jupiter. Und der so, jetzt ist Schluss, Juno. Und die so, ja, ist ja gut. Und irgendwann kommt es dann tatsächlich zum Zweikampf zwischen Turnus und Aeneas. Und tschak, 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 Aeneas entwaffnet Turnus. Und der so, bitte, verschone mich. Und der so, ja, okay, Moment mal. Da sieht er nämlich das Wehrgehänge des Pallas, dieses jungen Typen, den der Turnus abgeschlachtet hat und der so, du Mörder, tschak, bringt ihn um. Er bekommt Lavinia zur Frau und seine Nachfahren werden Rom gründen. Ende. Für uns heute interessant ist, dass diese komplette Story eine Fluchtgeschichte ist, wobei die Troer immer entweder Gastfreundschaft erwartet oder ihnen Hass entgegenschlägt. Am Hass ist zwar fast immer sie hier schuld, Juno, das hilft den Betroffenen aber nicht. Flüchtlingshasser sterben früher. Und das, liebe Gemeinde, war die Aeneis von Vergil. Vielen Dank.